Showdown der Supersportler. Der neue McLaren GT trifft auf das heißeste Eisen aus Ingolstadt. Den Audi R8 V10 Performance. Matthias und Hamid knöpfen sich die beiden PS-Flundern vor. Oh, ich würde sagen, perfekt eingepackt, ne? Super. Alles genauestens errechnet. So, heute haben wir zwei Supersportwagen am Start. Beides Mittelmotor. Beide haben 620 Pferdchen. Genau. Ich habe 570 Liter Gepäckvolumen. Das ist unfassbar, weil auch ein 5er Touring hat genauso viel Kofferraumvolumen wie der da. Aber trotzdem bleibt es ein Supersportler. Ganz genau. Wir stellen uns heute die Frage, welcher ist besser? Welchen musst du kaufen? Genau. Hm? Mit wem fangen wir an? Audi? Okay. Komm. Los, bitte los. Wir kategorisieren das Ganze ein bisschen ein. Wir geben dem Ganzen ein bisschen Ordnung. Das erste Thema ist die Launch Control. Dann haben wir grob das Thema auf der Landstraße Fahrdynamik. Langstreckenkomfort auf der Autobahn. Und es geht natürlich auch ums Gepäck. Es geht nicht. Sei doch nicht so negativ. Ich sage dir, dass es nicht geht. Sei das siehst doch nicht du so doch. Negativ. Welcher ist der bessere Supersportler? Test 1, Launch Control. Wir haben einen kleinen Flugplatz. Es ist minus 2 Grad. Und da werden sich natürlich Unterschiede hervorheben. Eigentlich sind sie auf dem Papier fast gleich. Der R8 Performance 3,1 Sekunden von 0 auf 100. Und der McLaren GT braucht 3,2 Sekunden. Also ein Müh langsamer. Ja. Der hier hat Allradantrieb. Der McLaren hat Heckantrieb. Ja. Deswegen der zeitliche Unterschied. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er bei dieser Kälte macht. Es sind vor allem die Reifen, die bei Trockenheit und kaltem Asphalt deutlich an Traktion verlieren. Der Leistung des Motors schadet die Kälte nicht. Bremse. Soll ich mal drücken? Mach mal aktiv bitte, genau. Okay. So, und jetzt. Launch Control aktiv. 5000 lockt er sich ein und los geht's. Oh, guter Start. Verdammt sehr guter Start. Sehr gut. 150, 170, 80, 190, 200, 210. 3,5 Sekunden von 0 auf 100. 3,5. Alter, das ist aber verdammt schnell. Das ist schnell. Das ist echt schnell. Der V10 kriegt 5000 Touren. Oh, du sitzt da drin, es ist wirklich einfach nur ein Feuerwerk der Emotionen. Okay. Dann nimmst du den Fuß von der Bremse und dann macht es einfach nur BAM! Du wirklich du schießt nach vorne und wie du dich versiehst, sind die 100 da. 3,5 ist brutal gut. Ist richtig gut. Sind 4/10 weniger als die Werksangabe. Ja. Wir sitzen hier zu zweit drin. Voller Tank, minus 2 Grad. Ja. Harte Ablieferung. Sehr gut. 620 PS reichen im Audi R8 V10 Performance für satte 331 km/h. Unser Testwagen bringt es auf schlappe 227.000 Euro. Wollen wir McLaren ausprobieren? Ja, komm. McLaren steht für Sportlichkeit ohne Kompromisse. Mit dem GT betreten die Engländer allerdings Neuland. Er soll mehr Komfort liefern und dabei im Revier des Audi R8 wildern. So, Launch Control ist aktiv, bist aktiv. Ich bin aktiv und los geht's. Lockt sich ein bei 3,5 und Feuer. Komm, 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 Baby! Da sind die 100. 3,4. 3,4? Alter, ist das brutal. Das ist irre. Das ist ja sensationell. Ich flipp aus! Der McLaren GT hat Heckantrieb, kein Allrad. Deswegen drehen da am Anfang mehr die Räder durch. Aber dann kommt wirklich die gesamte Kraft. Das Auto kriegt so eine zweite Luft. Das ist so krass, wie dich das Teil nach vorne donnert. Der McLaren GT leistet ebenfalls 620 PS, ist mit 326 km/h aber einen Tick langsamer als der Audi. Für unseren Testwagen sind 240.000 Euro fällig. Das hätte ich niemals gedacht. Ja. Das hätte ich wirklich im Leben nicht erwartet. Er ist ja eigentlich langsamer. Eigentlich ja. Der McLaren GT ist normalerweise eine Zehntel langsamer als der Audi R8 V10 Performance.
Und er ist jetzt hier bei den schlechten Bedingungen schneller als der Audi. Wahnsinn. Das Auto ist agiler. Das Auto ist einfach agiler, giftiger und spritziger. Fertig. Das trifft es echt gut. Ne? Wirklich, ja. Das ist einfach so. Weil wir die geballte Kompetenz sind, sitzen wir hier zusammen und machen den Vergleich zusammen. Ich glaube, dass ich ein bisschen andere Gewichtungspunkte habe als der Hamid. Ich gehe auf die Qualität. Wie ist die Lederverarbeitung? Wie ist die Technik drin? Wenn ich mit Hamid in einem Auto sitze, dann wird das Ganze ein bisschen intelligenter, nenne ich es jetzt mal, ja? Weil es wirklich ums Ganze geht und nicht nur ganz fokussiert um die Sportlichkeit. Seit 14 Jahren ist der R8 nun am Start. Gerade erst wurde er nachgeschärft. Angesichts der Performance-Variante stellt sich aus jeder Perspektive die Frage, wo bitte geht's hier zur nächsten Rennstrecke? Erst recht, wenn man dazu noch den 5,2 Liter großen Zehnzylinder bellen hört. Und wie steht's um die Handling-Qualitäten auf der Landstraße? Ui, 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 ui. Ist der Audi R8 mit Allradantrieb und Gewindefahrwerk hier im Vorteil? Du hast ganz leichtes Untersteuern, was für Sicherheit sorgt. Wenn du in engen Kurven fährst, kannst du ihn wirklich mit dem Arsch so ein bisschen rumlassen. Ein Tastendruck und du bist in M-Performance. Ja. Und das ist dann diese Geschichte hier. Also wie schnell schaltet der bitte? Ja, das ist unglaublich. Guck mal her. Ganz leicht geht er mit dem Arsch weg, aber überhaupt nicht gefährlich, ja. Voll kontrollierbar. Alter Schwede, macht das Auto Spaß. Ja. Luxusauto-Experte Hamid fällt noch was auf. Du bist jetzt in einem Modus, wo du alles ausgeschaltet hast, aber du hörst trotzdem nichts von außen. Null Windgeräusche, gar nichts, was auf der Straße, gar nichts. Das Schlimme gar nichts. Ist, du bist jederzeit viel zu schnell unterwegs. Du musst immer ganz, ganz, ganz genau auf den Tacho achten, weil sonst bist du schnuppiduppi über 100. Ja. Du kannst das Auto ganz normal fahren, du kannst das Auto brachial fahren, du kannst das Auto im Winter durchfahren durch dein Allrad. Ein Supersportwagen. Ein Supersportwagen mit 620 PS. Genau. Also jetzt auf dem McLaren. Da musst du definitiv vorsichtiger fahren, würde ich mal sagen. Das wollen wir dann mal sehen, ne? Der GT ist die neue Allzweckwaffe von McLaren. Er soll auch lange Strecken lässig abspulen und dabei alltagstauglicher sein als jeder seiner Vorgänger. Aber hey, das ist immer noch ein McLaren. Weichgespült ist er deswegen nicht. Innen wie außen. Er ist schon mal das für einen Turbo nicht schlecht. Brutal. Ja. Wie der am Gas hängt, ne? Das ist schon geil. Das Verdammt! Das ist schon Alter. Geil. Alter, der gleich fällt die Wand ab. Ja, schnell weg hier. Heckantrieb und ein V8 Biturbo. Geht der McLaren damit noch besser ums Eck als der Audi? Das ist schon mega. Alter, ist das brutal. Fakt ist tatsächlich, der McLaren ist viel, viel spitzer. Ja. Das ist das sportlichere Auto. Agiler. Wie das Ding lenkt, wie das Richtungswechsel macht, das ist absolut mega. Du kommst hier schon fast zu mir auf den Schoß gehüpft. Ja. Vielen Dank, das dass ist, du mir das vorher sagst. Das ist echt krass. Ja. Und das macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß. Ja. Was ich ultra klasse finde, ist, wie das ESP abgestimmt ist. Das fühlt sich nicht so an, als ob ich davon bevormundet werden würde. Ja. Und es ist nicht so, wie das ESP manchmal eingreift. Ja, so. Genau. Es greift sofort von Anfang an richtig ein. Sport kann der GT also. Und Hamid hat wieder die Lauscher gespitzt. Hörst du die Straße richtig? Du hörst die Straße. Du hörst es. Das hörst du in dem Audi nicht? Nein. Also auch. Wenn du die Verarbeitung, wenn du einsteigst, hast du erstmal so einen Wow-Effekt. Aber wenn du dich dann damit befasst, guck mal, das ist, da haben wir schon Falten drin. Siehst du das? Und dann bewegt sich das Ganze ungefähr einen Zentimeter. Das ist eine Qualität, die ich bei einem Auto in dieser Preisklasse nicht erwarte. Wenn das jetzt schon so ist, nach 8000 Kilometer, das Auto hat jetzt ca. 8000 Kilometer, wie sieht es nach 50 aus? Aber welcher hat nun auf der Landstraße mehr drauf? Audi oder McLaren? Also ich würde Landstraße für den R8 gehen. Ich auch.
Auf diesem Terrain hat der Audi einfach die größere Bandbreite auf Lager. McLaren verspricht, in den GT passt ein Golfbag plus Reisegepäck. Matthias und Hamid wollen es genau wissen. Jetzt wollen wir mal einladen, ne? Matthias, fangen wir mit der McLaren an? Ja, mach mal den Deckel auf, ich bringe die Golfbags. Ich mach mal hinten auf. Zack, das ist Technik. So. Jetzt ist die Frage, ne? Wie tun wir den jetzt da rein? Einfach rein, komm. Einfach rein. Ohne hier zu lange. Und? Also das geht schon mal nicht. Wieso? Natürlich geht das. Das geht nicht. Doch, geht. Ja, das geht nicht. Geht. Das machen geht wir doch nicht. Mal einen Test, komm. Das geht nicht. Warte doch mal. Warte doch mal. Das geht nicht, habe ich dir doch gesagt. Toll machst du das. Das geht nicht. Warte doch mal. Es geht Sei nicht. Sei doch nicht so negativ. Ich sage dir, dass es nicht geht. Sei das siehst doch du doch. Sei doch nicht so negativ. Oh, guck mal, die Bälle kriegen wir aber schon mal rein. Das ist doch mal cool, ne? Es gibt doch einen kleinen. Wir haben diesen kleinen auch dabei. Warte kurz. So, der Präsident ist da. Von Gut Sandenhof. Wie viele Schläger braucht man denn eigentlich? 14. 14 ist die maximale Anzahl. Ja, aber mit wie viel kommt man aus? Mit 2. Du siehst. Aber damit könnte ich auch jetzt gewinnen, oder? Ja, natürlich. Siehst du. Okay, und jetzt guck mal. Ja gut, das sieht ein Blinder mit Rucksack, das geht. So, darfst du in jeden Flieger mit reinnehmen. Ja. Ganz normaler Bordtrolley. Schmeiß rein. Jetzt haben wir noch den Koffer von deiner Frau. Ja, genau. Oh, Alter. Ich nehme noch 2 Schläger dazu. Es kann nicht gehen, Hamid. Da ist die Dichtung, ja, da klar. Ist dein Koffer. Warte doch mal. Wie warst du denn früher beim Tetris spielen, sag mal? So. Mach mal bitte zu. Warte, es regnet doch gleich, oder? Ich nehm noch einen Schirm mit. Ein Schirm? So, und jetzt? Ja, mach. Ich glaube, es geht zu. Bam. Man muss ein bisschen Tetris spielen, aber ja. Es passt ultra viel rein. Entschuldige bitte, wir reden hier über einen Supersportler. Ja. Und jetzt kommt noch das Geilste. Guck mal, ich hätte vorne auch noch mal was für dich. Weil der vordere Kofferraum ist auch richtig groß. Alter, soll ich mal da reingehen? Ja, geh mal rein. Guck mal. Bist du gelenkig? Nee. Leg dich rein. Nee, doch, mehr geht aber nicht. Wie soll ich mich reinlegen? Also die Cindy würde da reinpassen. Ja, gut, okay. Aber guck mal. Okay, ja. Wie viele Liter sind das? 140 Liter noch vorne, mein Freund. Wir holen alles wieder raus und laden alles in den Audi. In den Audi rein. Oh. Ich muss ja erst mal ausladen. Da habe ich noch meine Magazine drin. Das tun wir jetzt. Was ist denn das da eigentlich? Ist das ein Tire Fit Set? Was ist? Was ist das hier? Ein Tire Fit Set. Da haben wir Tire. Da hast du 50% vom Kofferraum. Also, ganz easy. Tire Fit muss auch noch mit natürlich. Genau. So. Geht das zu? Drück doch mal richtig. Ist ganz knapp, ne? Ja, ja, ja. Sensationell. Guck mal hier, das Golfbag passt hier auch locker rein. Lege ich hier so auf die Seite. Mega. So. Ne? Passt, oder? Es passt alles rein, was auch in dem McLaren drin war. Ja, das ist so richtig. Ich habe 5 Kinder, aber ich möchte Sportwagen fahren. Ne? So. Fazit. Gepäck geht definitiv an McLaren. Ganz klar. Muss okay. man schon so sagen. Das ist einfach einfacher so. Und variabler nutzbar. Absolut. Die 620 PS Raketen können richtig Tempo machen. Doch dafür brauchen sie Auslauf. Zuerst darf der R8 ran. Wir sind auf der Autobahn, um den Langstreckenkomfort zu testen. Ja. Wir sind jetzt tatsächlich im Komfortmodus unterwegs. Ja. Bei der Autobahn geht es eigentlich nur um schiere Power für mich. Klar, der Hamid wird wieder sagen, ja, das muss leise sein. Und am Ende des Tages bin ich da vielleicht auch wieder bei der Musik, weil am Ende des Tages musst du vielleicht auch mal 5, 6, 7, 800 Kilometer mit so einem Auto fahren. Und dann ist es natürlich schöner, wenn das leiser ist. Also wir fahren 150 und wir können uns hier entspannt unterhalten. Ganz easy. Sobald der Motor dazu kommt, dann wird es laut. Wird das laut. Ja. Sehr präsent, der Motor. Wir müssen unsere Stimmen erheben. Jetzt haben wir 200 drauf. 200. Windgeräusche sind ein bisschen da. Ja, definitiv. Aber nichts Störendes. Also nichts, wo du dir irgendwo. Oder nein. Sondern es ist einfach, es wird allgemein lauter in dem Auto. Wenn du dich hier reinsetzt, ist so typisch Audi, puristisch. Ne? Wenn aber alles mega edel, finde ich. Edel und akkurat. Auch die Verarbeitung finde ich persönlich mega. Ist alles cool. Ja. Ist weit weg davon, irgendwie gefährlich zu sein oder nervös. Ja.
Das Auto strahlt eine Ruhe aus, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Das ist wirklich sehr angenehm damit, lange Strecken sehr schnell hinter sich zu bringen. Und es gibt Autos, wo du schon als Beifahrer, wenn du nicht dein Lenkrad selber in der Hand hast, schon nervös wirst. Ja. Aber hier ist es echt easy. Wir machen mal 100 auf 200. Dann los. Wie das Ding nicht in den Sitz drückt, das ist echt heftig. Und 180, 190, 200, 6,8. Brutal. Dann dieser Bullensound von hinten, das ist brutal genial. Ja. Audi und McLaren möchten auch Langstreckenkomfort liefern. Dafür braucht es mehr als nur Speed. Hier ist ein Supersportwagen. Ja. Und der McLaren ist ein GT. Oder er möchte ein GT sein. Ja. Da bin ich sehr gespannt, ob der komfortabler ist. Ja. Ob er weicher ist und ob er auch leiser ist. Ob der Audi auf der Bahn glänzen konnte, zeigt sich erst im direkten Vergleich mit dem McLaren. Es ist ein GT, aber es ist auch sofort so, das Auto packt mich sofort. Du sitzt hier drin und vorne die Motorhaube, das ist beim Audi eigentlich genauso, ja. Aber das Gefühl, hier drin zu sitzen, ja. Ist ein ganz anderes. Es fällt schon ab hier vorne so direkt ab. Deswegen hast du das Gefühl, du sitzt viel weiter vorne als im Audi. Ist aber, glaube ich, gar nicht so. Ist gar nicht so. Und guck dir das mal an. Da ist Spiel, da ist Power. Aber es ist hier ein ganz anderes Gefühl. Der Audi, eckig, kantig. Hier ist alles geschwungen, ist alles rund. Ja. Man könnte sagen, avantgardistisch, weil es ein ganz anderes Design ist. Und welche Rennsportgene stecken noch im Briten? Das Schöne bei McLaren ist, dass du quasi Motoransprache, Lenkung und Fahrwerk getrennt voneinander regeln kannst. Absolut, ja. Finde ich super genial. Ja. Du gehst hier auf Active und dann kannst du hier ganz normal von Komfort auf Sport und auf Track gehen. Ja. Jetzt einmal reinlatschen. Da gehen im dritten Gang die Räder durch, Alter. Alter Schwede. Aber was für einen Schub du hier hast. Ja, jetzt kriegen wir den Schub erstmal richtig unfiltriert hier reingedonnert, weil ich das ESC ausgemacht habe. Das ist halt typisch McLaren, ne? Was dieses Turbo-Power-Gerät da hinten. Hörst du das richtig, wie er saugt? Ja. Und dann geht's wirklich ab. Aber was ist tatsächlich, er braucht ein bisschen Kraft aufzubauen, ne? Ja. Es ist schon ein klassischer Turbo. So, wir wollten 100 auf 200 machen. Jetzt geht's los. 140, 150, 160, 180, 200. 5,8. 5,8. Jetzt hast du eine ganze Sekunde rausgeholt. Er ist eine Sekunde schneller von 100 auf 200. Wahnsinn. Das ist eine Welt. Absolut. Doch der GT soll laut Hersteller mehr sein als nur schnell. Ist er genauso komfortabel wie der Audi? Also bei der Lenkung, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Auto ein bisschen nervöser. Also man muss die Lenkung ruhiger halten. Ja. Aber hier merkt man schon, da geht schon was. Bewegt sich mehr. Er ist direkter. Auch ein bisschen mehr, ne? Fahrwerk ist straffer. Ja. Und das Auto ist sehr unübersichtlich. Wenn er jetzt irgendwo einparken willst, da hast du richtig Spaß. Das ist mir wiederum egal. Das Krasse ist, dass das beides ist. Ja. Also erst, ich finde, dass er sportlicher ist als der 8. Ja. Also das, was McLaren als Idee hat von einem Gran Turismo, ist sportlicher als der Supersportwagen von Audi. Ja, das ist schon krass. Autobahn ist definitiv Gleichstand, weil der McLaren geht einen Tacken besser. Aber der 8 hat diese stoische Ruhe und der hat nicht weniger Power. Und er fährt auch schneller in der Höchstgeschwindigkeit, ne? 331 zu 326. Und bei dem R8 haben wir ja immer einen Komfortmodus ausprobiert. Da fährst du, als wenn du einen VW Passat fährst. Gleichstand auf der Autobahn. Launch Control geht an den McLaren. Genau wie das Thema Gepäck. Beim Kapitel Landstraße muss der GT passen. Hier punktet der R8. Der Audi ist komfortabler einfach und er gibt dir grundsätzlich auch ein bisschen mehr Ruhe. Der McLaren ist ein Auto, was dich total fordert. Das macht mir total Bock, muss ich auch immer. Ich bin immer so hin und her gerissen. Aber jetzt 1:1 ist der McLaren nach Punkten vorne.